Josephus Timister lacht gerne. Doch die Entwürfe des Modedesigners aus den Niederlanden sind oft reichlich düster. Timister hatte schon Terrorismus als Thema. Jetzt bringt er bei den Pariser Haute Couture-Schauen das Weltkriegsjahr 1915 auf den Laufsteg. Er sieht heute durchaus Parallelen zu damals. Wir leben in einer harten Welt. Mit meiner neuen Kollektion möchte ich sehr feine, filigrane und sehr grobe Bestandteile von Dingen zum Ausdruck bringen. Sehr männlich und weiblich, Blutvergießen und Opulenz gleichzeitig. Eine Mischung aller Bestandteile dieser Welt. Ich glaube, dass auch im Hässlichen und Groben Poesie steckt. Im Mittelpunkt stehen Entwürfe, die an russische Militärkleidung von damals erinnern. So wie dieser Mantel, eine Anlehnung an einen Offiziersmantel. Doch zu schick wird es nie. Viel Rot ist in der Kollektion, ein Verweis auf das Blutvergießen im Krieg. Jahre blieb Timister dem Laufstegrummel fern. Er arbeitete für die Modehäuser Jenny und Charles Jourdan. Doch die Macher der Haute Couture-Schauen wollten ihn wieder dabei haben, obwohl man ihn auf den ersten Blick für einen Außenseiter halten könnte. French Couture. Ich mag französische Mode sehr. Sie ist enorm vielfältig. Aber ich glaube, dass man die Freiheit haben sollte, Sachen so zu interpretieren, wie man selbst möchte. Für Modeliebhaber sind Timisters Interpretationen immer wieder Hingucker. Mit seinen provokanten Entwürfen sorgt er für Aufsehen und hat dabei gut Lachen.